Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über die Modelleisenbahn. In dieser Folge geht es um den Personenwagen von Pico mit der Nummer 37920 und der ist im Maßstab 1 zu 22,5. In diesem Wagen will ich Innenbeleuchtung einbauen. Die Innenbeleuchtung wird aus LEDs bestehen, dann wird noch ein Gleichrichter und ein Pufferkondensator eingebaut. Die Stromversorgung der Innenbeleuchtung soll zum einen über die Gleise geschehen und zum anderen über ein Kabel, das mit der Lok verbunden werden kann. Und damit ich den Strom von den Gleisen abzapfen kann, werden dann auch noch die Räder getauscht. Die Original-Kunststoffräder werden gegen Metallräder getauscht und eine der beiden Achsen ist kugelgelagert und hat Anschlüsse für Kabel. Als erstes habe ich das Dach entfernt, das Dach ist auf dem Wagen nur aufgesteckt. Dann habe ich mir überlegt, wo ich die LEDs einbaue. Pro Wagen sollen 2 LEDs verbaut werden und die Position, wo die LEDs hin sollen, die werden jetzt angezeichnet. Die Markierungen an dem Dach habe ich jetzt gemacht, das seht ihr jetzt hier. Als nächstes brauche ich die ganzen Einzelteile. Ich brauche pro Wagen 2 LEDs. Das sind 5 mm Kurzkopf-LEDs, die warmweißes Licht ausstrahlen. Dann 2 Vorwiderstände mit die 820 Ohm. Einen Gleichrichter. Einen Pufferkondensator. Und die Anschlusskabel bzw. Steckverbindungen, damit ich den Wagen mit der Lok verbinden kann. Als erstes bereite ich jetzt die LEDs vor. An die LEDs wird der Vorwiderstand angelötet und dann kommen noch 2 Anschlusskabel dran. Jetzt, wo der Vorwiderstand angelötet ist, kommt da noch ein lilafarbenes Kabel dran. Die Anschlusskabel, die ich verwende, sind weiß und lila. Weiß für Plus, lila für Minus. Die Farbe ist eigentlich egal. Ich habe die Farben gewählt, weil ich die Kabel übrig habe. Die Kabel haben einen Durchmesser von 0,22 mm Quadrat. Das lilafarbene Kabel für den Minusanschluss ist jetzt angelötet. Jetzt fehlt noch das Pluskabel. Dazu wird auf der anderen Seite der LED das Anschlussbeinchen gekürzt und dort kommt das weiße Kabel dran. So, die Kabel sind jetzt angelötet und die Lötstellen werden jetzt mit Schrumpfschlauch isoliert. Die Schrumpfschläuche habe ich schon über die Kabel gezogen, bevor ich diese angelötet habe. Die brauche ich jetzt nur noch hochzuschieben, also über die Lötstelle zu schieben. Dann werden sie erwärmt und dann schrumpfen sie zusammen und dann ist die Stelle isoliert. Insgesamt habe ich 3 Personenwagen und für die brauche ich dann 6 LEDs. Die werden alle nach demselben Schema aufgebaut. Also zuerst kürze ich an der LED den minusseitigen Anschluss, dort wird dann der Vorwiderstand angelötet und an den Vorwiderstand kommt dann das lilafarbene Kabel für den Minusanschluss. Dann wird der Anschluss von der LED auf der Plusseite gekürzt, dort wird dann das weiße Kabel angelötet. Anschließend werden beide Kabel mit Schrumpfschlauch isoliert. Die LEDs habe ich zusammengelötet, die ersten 2 für den ersten Wagen und die werden jetzt an den markierten Stellen am Dach aufgeklebt. Zum Aufkleben verwende ich Sekundenkleber. Der Sekundenkleber ist mittlerweile getrocknet. Jetzt werden die Kabel so verlegt, dass ich beide LEDs zusammen anschließen kann, also Plus an Plus und Minus an Minus. Dann werden die Enden verdrillt und zusammengelötet, sodass ich jetzt nur noch 2 Anschlusskabel habe für beide LEDs. Die Anschlusskabel sind jetzt verdrillt und verlötet. Jetzt kann ich mit einer 9-Volt-Batterie testen, ob beide LEDs leuchten.
Dann muss ich jetzt diese Anschlusskabel verlängern. Dazu wird wieder ein weißes und ein lilafarbenes Kabel angelötet und die Lötstelle wird mit Schrumpfschlauch isoliert. Wie ihr gesehen habt, ich habe den Schrumpfschlauch schon vorher über das Kabel gezogen und das weiße Kabel wird jetzt angelötet. Das erste Anschlusskabel ist angelötet, fehlt noch das zweite. Und jetzt, wo beide Kabel angelötet sind, wird der Schrumpfschlauch über die Lötstelle geschoben, erwärmt und dann ist die Stelle isoliert. Das Dach habe ich jetzt soweit präpariert. Die LEDs sind eingebaut, die Kabel sind verlängert und jetzt mache ich weiter mit dem Wagen. An dem Wagen muss ich noch ein paar Teile abschrauben, sodass der Aufbau des Wagens entfernt werden kann. Zuerst drehe ich zwei Schrauben raus, die auf der Innenseite des Wagens im Wagenboden verbaut sind. Dann muss ich den Wagen rumdrehen und hier werden jeweils am Ende des Wagens zwei Schrauben gelöst. Damit entfernt man die Trittbretter und das Geländer. Dasselbe jetzt nochmal auf der anderen Seite. Und jetzt sind noch zwei Schrauben im Wagenboden. Von mir aus gesehen eine rechts unten und die andere links oben. So, die Schrauben sind entfernt. Jetzt kann ich den Aufbau abnehmen. Hier seht ihr das Chassis. Und das ist die Karosserie. Und wie man hier von unten sieht, hat man ein paar Möglichkeiten, Kabel durchzuschieben. Weiter mache ich jetzt mit dem Chassis. Hier wird jetzt die erste Achse entfernt und dann wird das Drehgestell ausgebaut. Das Drehgestell ist mit einer Schraube befestigt. Die muss ich jetzt rausdrehen und dann kann ich das ganze Teil mitsamt dem Zughaken abnehmen. Dasselbe jetzt auf der anderen Seite. Die Achse entfernen, die Schraube rausdrehen und das Drehgestell ausbauen. Die Räder lege ich jetzt erstmal beiseite, die brauche ich nicht mehr. Hier sollen ja Metallräder eingebaut werden. Das Chassis muss ich jetzt ein paar Löcher bohren, zum einen für die Kabel, die ich mit der Lok verbinden will und mit dem nächsten Wagen. Und dann brauche ich noch ein Loch im Wagenboden, damit ich die Kabel von der Beleuchtung durch den Wagenboden legen kann und dann werden die mit der Achse verbunden, sodass ich den Strom von den Gleisen abzapfen kann. Als erstes werde ich jetzt zwei Löcher bohren, jeweils vorne und hinten zwischen die Puffer. Dort kommen dann die Kabel raus mit den Steckverbindungen. Die Löcher, die ich hier bohre, die haben einen Durchmesser von 3 mm. Die beiden Löcher sind gebohrt. Dort kann ich jetzt die Kabel durchschieben. Auf der einen Seite von dem Wagen kommt das Kabel durch mit der Buchse dran. Und auf der anderen Seite kommt das Kabel durch mit dem Stecker dran.
Die Kabel sind jetzt durchgeschoben, jetzt muss ich ausmessen, wie weit die Kabel überstehen müssen, damit ich sie mit dem nächsten Wagen bzw. mit der Lok verbinden kann. Wenn ich das ausgemessen habe, werden die Kabel mit Sekundenkleber fixiert. Hier seht ihr, die Kabel sind eingeklebt, der Kleber ist auch schon getrocknet und dann habe ich die Kabel auf die Innenseite des Chassis verlegt. Jetzt werden die Enden der Kabel miteinander verbunden, also beide Stecker werden miteinander verbunden. Und auf einer Seite wird an den Lötstellen noch ein extra Kabel angelötet und das wird in den Wagen verlegt. An dieses Kabel wird dann der Gleichrichter und der Pufferkondensator angeschlossen. Einen Gleichrichter baue ich aus dem Grund ein, damit es egal ist, wie rum ich den Wagen aufs Gleis setze. Plus und Minus sind dann immer an der richtigen Stelle. Und der Pufferkondensator wird Stromschwankungen ausgleichen, wenn das Gleis an irgendeiner Stelle zum Beispiel verunreinigt ist. Auf die Weise sollte die Innenbeleuchtung, also die LEDs, immer gleichmäßig leuchten. Mittlerweile habe ich die beiden Steckverbindungen am Chassis miteinander verbunden, habe noch ein Kabel angelötet für die Innenbeleuchtung. Hier habe ich den Gleichrichter, an den habe ich vier Kabel angelötet, zwei graue, ein lilanes und ein weißes. Und die beiden grauen Kabel gehen dann später durch den Wagenboden nach unten und werden mit der Achse verbunden. Und das weiße und das lilane sind für die Innenbeleuchtung. Und genau an diese beiden Kabel, an das weiße und das lilane, dort wird auch der Kondensator angeschlossen. Der liegt dann parallel zu diesem Anschluss. So sieht es aus, wenn die beiden Bauteile verbunden sind. Die beiden Bauteile lege ich jetzt erstmal beiseite. Hier habe ich nochmal das Chassis und durch dieses Loch im Boden werden dann später die beiden grauen Kabel durchgeführt und mit der Achse verbunden. Bevor ich die Teile jetzt einbaue, muss ich erst Chassis und Karosserie wieder miteinander verbinden. Wie man vorhin gesehen hat, ist noch kein Loch in die Karosserie gebohrt worden, für die Kabel durchzuführen. Und das hole ich jetzt nach, indem ich durch das schon vorhandene Loch im Chassis durchbohre bis in die Karosserie. So, und jetzt kann ich den Gleichrichter mit den Kabeln im Innenraum und der Beleuchtung am Dach verbinden. Die Innenbeleuchtung, die Steckverbindung und Gleichrichter mit Kondensator sind jetzt alle miteinander verbunden, also lilane und weiße Kabel sind jetzt alle zusammengelötet und isoliert. Und so sieht der Wagen jetzt von innen aus mit den ganzen angeschlossenen Teilen. Und jetzt kann ich auch die beiden grauen Kabel durch den Wagenboden nach unten durchführen. We'll be right back.
Jetzt, wo die beiden grauen Kabel unten raushängen, kann ich nochmal mit einer 9 Volt Batterie die Innenbeleuchtung testen. Und dabei ist es jetzt egal, wie rum Plus und Minus angeschlossen ist, die Innenbeleuchtung wird immer angehen. Hier sieht man auch schön den Effekt von dem Kondensator. Nachdem die Batterie schon gar nicht mehr an den Kabeln dran war, leuchten die LEDs immer noch ein paar Sekunden weiter. So, dann kann ich jetzt die neuen Achsen einbauen. Dazu wird zuerst das Drehgestell aufgeschraubt und dann wird die Achse eingesteckt. Die Achse ohne Stromanschluss habe ich jetzt eingebaut. Dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite, nur kommt dort eine Achse hin, die einen Stromanschluss hat, beziehungsweise die ich mit den Kabeln verbinden kann. Hier seht ihr, in der Achse sind zwei Schrauben. Die Schrauben drehe ich jetzt raus. Jetzt wird je eine Schraube mit einem Kabel verbunden. Dafür habe ich die Kabel ein ganzes Stück abisoliert. Der blanke Draht wird jetzt einmal um die Schraube rumgewickelt und dann miteinander verdrillt. Anschließend kommt noch ein Stück Schrumpfschlauch drüber, um das Ganze zu isolieren. Jetzt, wo die Schrauben mit den Kabeln verbunden sind, baue ich die Achse wieder ein und dann werden die Schrauben in die Achse eingedreht. So, alles ist wieder miteinander verschraubt, miteinander verbunden. Jetzt nochmal schauen, dass die Drehgestelle sich einmal frei bewegen lassen. Und genau auf diese Art und Weise baue ich jetzt die anderen Wagen noch zusammen und dann gehe ich raus auf die Anlage und schaue mal, wie das im Dunkeln aussieht. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao und immer schön neugierig bleiben.